Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Abo-Spezials. Und zwar geht es heute um die Auswahl der Spiele oder der nächsten Spiele, die ich LP'en werde. Ich habe euch, ja, man möge es mir fast nicht wirklich glauben, 10 Spiele zur Auswahl gestellt, 10 Stück. Und ihr dürft jetzt entscheiden, welches ihr davon gerne sehen möchtet. Und es wird deutlich mal nicht sein, dass ihr nach Kommentaren entscheidet, sondern einfach bloß. Ich werde Kommentare nicht zulassen, heute mal bei diesem Video. Ich werde stattdessen unten als Kommentar die Spiele eintragen und ihr gebt einfach die Daumen nach oben oder nach unten. Ah ne, nach unten nicht. Nach unten natürlich nicht, weil damit wird das Ergebnis verfälscht. Und selbst wenn ihr den Daumen runter gebt, ich schaue trotzdem nochmal drauf, wie viele Daumen nach oben für dieses Spiel gegeben wurden und wie viel nach unten. Und ich werde einfach bloß die Daumen nach oben zählen, weil, sag ich mal, wenn da drei Leute nach den Daumen nach oben geben für den einen Kommentar und einer Daumen runter, werden bloß zwei Daumen nach oben angezeigt. Und das ist eine Verfälschung des Ergebnisses. Und ich möchte das gerne nach den insgesamt Daumen, die nach oben gegeben wurden, entscheiden. So, die Spiele, die zur Auswahl stehen, sind einmal FIFA 12. Ihr seht ja dieses wunderschöne Bild, was ich für euch gemacht habe hier. Ja, made by Walidski LP, der nicht Grafiker ist und auch keine Ahnung davon hat und einfach irgendwas bloß macht. Ja, FIFA 12 ist das erste Spiel. Ich habe auch extra hingeschrieben, spielbar, ab wann das spielbar ist. Spielbar bei mir sofort. Das zweite Spiel, ja, ich habe das nächste Spiel ist Train Simulator 2012, auch spielbar ab sofort. Das dritte Spiel ist R-Faktor Mods testen. Also, da könnt ihr mir meinetwegen dann schicken, eine Nachricht. Hier teste mal diese Mod und diese Mod und ich werde dem meine Meinung zu diesen Mods geben. Das hat der gute Leon, also die PC-Aufschraube, einfach mal auf seinen Kanal gehen, schon mal gemacht. Allerdings muss er es abbrechen, weil ihm sein R-Faktor mal abgestürzt ist dabei. Das nächste Spiel, das vierte Spiel, ist Minecraft im Singleplayer. Ja, ich habe ja momentan, oh, ich hatte mit dem guten Leon, die PC-Aufschraube, nochmal. Er hat damals einen Multiplayer gemacht. Das wurde damals von ihnen aufgenommen. Und ja, das wurde abgebrochen. Und jetzt momentan spiele ich ja Multiplayer mit RioCut LP. Und ja, ich würde jetzt auch mal vielleicht eventuell mal eine Singleplayer-Welt anfangen, wenn ihr das möchtet. Eben halt, spielbar ist natürlich auch sofort. Das fünfte Spiel ist Runaway The Dream of Turtle. Kurz gesprochen eigentlich Runaway 2, aber der offizielle Titel ist eben halt Runaway The Dream of the Turtle. Ist die Fortsetzung von dem ersten Teil Runaway, den ich gespielt habe. Und ja, und Fortsetzung. Ja, und der gute Arne fragt jetzt natürlich, ob man sich mehrere Spiele aussuchen kann. Er ist jetzt gerade noch in Skype mit drinne. Ihr könnt natürlich Daumen machen, so viele wollt. Ich merkt das ja eh wieso nicht, ob da eine Person auf den Kommentar und auf den Kommentar einen Daumen nach oben gibt. Das sehe ich ja nicht. Und ich sage auch schon mal dazu, es werden zwei Spiele von diesen 10 gespielt. Also, da ich jetzt momentan eh wieso nur noch eigentlich F1 habe als Spiel, FM ist bald beendet. Die Sims 2, ja, läuft ab und zu mal, aber nicht wirklich regelmäßig momentan. Und ja, Anna sagt nochmal Hallo. Hallo von Arne. Und ja, das fünfte Spiel, also Runaway war das fünfte Spiel, die Fortsetzung von dem ersten Teil, den ich vor einigen, ich glaube, Wochen jetzt schon beendet habe. Das sechste Spiel ist Call of Duty Modern Warfare 3. Spielt man natürlich erst ab dem Release, also ab dem 8. November, glaube ich, ist das jetzt. Ich habe jetzt hier 8. November reingeschrieben. Und ich werde es auch versuchen, das Spiel wirklich am 8. November sofort zu bekommen, damit wir dieses Spiel auch wirklich gleich am Release-Tag spielen können. Und ja, wenn ihr das Spiel gerne haben wollt, dann einfach Daumen nach oben dafür geben. Ein anderes Spiel ist jetzt Emergency 2012. Ich glaube, das Spiel ist eigentlich schon mindestens ein Jahr, glaube ich, alt. Ich glaube, ich habe es damals angefangen, habe die erste Mission geschafft, aber irgendwann, glaube ich, schon an der zweiten Mission auch schon irgendwie gescheitert. Habe das eigentlich früher immer sehr gerne gespielt, aber irgendwie bei dem Spiel bin ich mehr dran gescheitert. Spielbar ab sofort und ja, gut. Das nächste Spiel ist Race Driver Grid. Spielbar auch ab sofort und ja, auch wieder mal ein Rennspiel. Also seht eigentlich doch recht viele Rennspiele mehr bei mir im Repertoire.
Das neunte und vorletzte Spiel ist Colin McRae Dirt. Der erste Teil der Dirt-Serie habe ich damals durchgespielt, hat sogar sehr, sehr viel Fun gemacht. Und spielbar natürlich auch ab sofort. Und jetzt das letzte Spiel. Handelt es sich dabei um Heavy Rain für die PS3? Ja, allerdings spielbar ist es erst von mir, wenn ich eine PS3 habe. Und das habe ich momentan erstmal hingeschrieben in Klammern, circa Ende November oder Dezember habe ich jetzt erstmal hingeschrieben, weil ich erstmal selbst jetzt gucken muss, wegen Geld und so, mal schauen. Und als Student hat man nicht so viel Geld mehr. Und ja, das sind die 10 Spiele im Überblick. FIFA 12, Train Simulator 2012, F-Factor Mods testen, Minecraft Singleplayer, Runaway the Dream of the Turtle, Call of Duty Modern Warfare 3, Emergency 2012, Race Driver Grid, Colin McRae Dirt und Heavy Rain. Ja, ihr dürft entscheiden, gebt einfach Daumen nach oben. Ich sag mal, ihr habt jetzt bis Fang gebe ich euch Zeit. Ich sag mal so bis spätestens Mittwoch, aber wenn sich schon eine klare Tendenz abbildet, weiß ich natürlich schon, welches Spiel gespielt werden soll. Und ja, würde mich über Daumen freuen dafür, wenn ihr genügend Kommentare gibt. So spart ihr euch wenigstens lästiges Schreiben von den Kommentaren. Und ja, stimmt ab. Und bis dahin sage ich einfach mal, ciao, ciao.